Gestern im Livestream waren wir auf Stint unterwegs und haben mächtig viele Stinte rausgezogen innerhalb von einer Stunde. War richtig erfolgreich. Und jetzt verangeln wir die Stinte. Also raus mit den Ruten und raus mit den Köderfischstinten hier am Ladogasee auf, tja, auf was? Auf alles, was so reingeht. Kleine Seefuß, aber eben auch Ladogalachs, Klotzsaibling, Lodogasaibling, kleine Hechte auch schon. Also, es geht so einiges hier auf den Stint. Und ja, ich habe hier noch ein paar in der Tasche. Und das heißt, raus damit. Volles Met. Fuck, raus da in diese Richtung. Bisschen absinken lassen das Ganze. So. Und dann kümmern wir uns schon mal hier um den nächsten. Ich habe natürlich immer so ein bisschen Schiss davor, dass hier gleich ein Hecht reinballert. Kann natürlich passieren. Was willst du machen? Ja, dann ist es halt so. Dann beißt irgendwann der Hecht und vielleicht beißt er dann auch sogar durch. Das kann nun mal passieren. Zack, der nächste Klotzsaibling. Ein bisschen kleiner, der Klotzi. 500 noch was Gramm. Der andere war gerade 600 Gramm. Und das auf einen 1-0er Haken. Ist doch der Hammer. Es kann gerne noch ein größerer reingehen. Das heißt, direkt wieder raus hier. Zack, maximal raus. Ich peile immer da vorne das helle kleine Bäumchen an. Also ich stehe hier, zack, und werfe dann da vorne bis zu der Birke sozusagen in die Richtung. Ich glaube, man kann es ganz gut erkennen, wo ich hier bin. Ne? Leuchtturm da, City da. Heißt also, wir werfen da hin. Raus hier, volles Met, soweit es geht. Und wir landen hier so in diesem Kantenbereich wahrscheinlich. Also so ein bisschen in diesem Zwischenbereich zwischen dem 11er und dem 4,5 Meter Loch. So, hier natürlich alles wieder zumachen, nachdem abgesunken ist. Und ja, was ich für Bleie verwende, ich glaube, das ist somit das Spannendste gerade, beziehungsweise auch ein ganz wichtiger Punkt, damit man weit genug rauskommt mit diesem doch recht feinen Setup. Ich bin hier mit Fiederruten unterwegs, das sind die West Hill Royal. Zuppelt da schon wieder was? Oder können wir mal eben reingucken ins Setup? Ich glaube, wir können... Schauen wir mal eben, oder ist da Biss? Da ist tatsächlich schon wieder Biss. Ja, und Doppelbiss. Ei, ei, ei. Na, ist doch richtig gut. So soll das sein. So soll das sein. Gerne mehr davon und gerne auch ein bisschen was Größeres. Ich bin startklar. Ich habe hier extra viel Schnur drauf. 400 Meter Schnur ist drauf. Das heißt, die dicken Dingers können kommen. Gerne doch. Ich bin ready für den Drill. Und da geht der nächste. Alter, was geht ab? Ich lasse den erstmal absinken. Und dann gehen wir hier rein. Zack. Auch noch nicht richtig groß. Vielleicht müsste ich doch noch einen größeren Haken nehmen. Aber es kommt mir dann zu groß vor. Das kommt mir dann echt zu groß vor. Aber ich habe manchmal den Eindruck, dass Köderfisch, dass die Köderfischhaken, weiß nicht, ob das kleiner wirkt oder so. Oder ob die wirklich größere Haken vertragen. Vielleicht liegt es auch einfach am Köderfisch selbst. Ne, dass die Hakengröße einfach nicht so relevant ist. Dass der Köder an sich halt wieder relevant ist. Ne? Und wenn es dann halt nur der nächste Klotzsaibling, Alter, zwar unmaßig, klein, aber Klotzsaibling. Ist ja wild, ey. Ist ja wild. Überleg mal, hier geht gleich ein richtig schön maßiger Klotzsaibling rein, ey. Achso, wir gucken einfach mal jetzt. So, Setup. Dreimal so aufgebaut. Das heißt, ich habe hier meine Fiederruten. Ihr könnt natürlich auch die ganz normalen Karpfenruten nehmen oder sowas. Dazu passend hier die Flycast-Bleie. Die super weit rausfliegen. Also sehr, sehr hilfreich. Guck mal hier mit nur 14 Gramm. Theoretisch könnte ich sogar noch ein bisschen schwerer gehen. Die hatte ich nämlich zuletzt dran, als ich mit Barsch unterwegs war. Und jetzt kann ich sogar, genau, ich kann sogar auf 42 Gramm gehen. Das ist praktisch, das machen wir auch direkt. Und ich teste hier auch nochmal eben direkt die Entfernung. Also, wenn ich jetzt hier bin, an der Stelle,
Und ich möchte schön in das Tiefe. Dann sind das so circa 30 Meter. Also stelle ich jetzt mal mit diesem Flycast in schwer 30 Meter ein. Werf trotzdem volles Met aus. Und komme tatsächlich auch in den Clip. Das ist geil. Das machen wir jetzt mit allen dreien. Und damit lande ich jetzt. Ich habe es jetzt gerade mal so ungefähr ausgemessen. Damit lande ich jetzt ziemlich genau hier so in diesem Eck. Ziemlich genau hier. Jetzt sinkt es dann noch ein bisschen ab. Dann geht es vielleicht noch ein bisschen runter. Alles kein Problem. Das ist top. 42 Gramm Flycast. Halt. Ich sollte vielleicht auch einen Clip dann einstellen. Ich meine, ob da ich... Ja, ich kann natürlich auch 35 Meter oder irgendwas gehen. Auch kein Ding. Aber auf 30, das reicht. Zack. Sehr gut. Und da zubbelt auch schon was. Kann das sein? Ist ja der Hammer, ey. Ist ja der Hammer. Ich sag dir, ich hock mich nochmal hin und angel Stinte. So easy. Auf Grund. Was willst du denn mehr? Das ist ja richtig gut, ey. So, 42 Gramm. Zack, auch hier wieder auf die 30 Meter geklippt. Oder 35, irgendwie sowas in dem Bereich. Ist alles noch durchaus okay. Halt, ich sollte vielleicht auch volles Met auswerfen. Und raus damit. Jawohl. Und ich komme auch ziemlich gut damit hin. Also wirklich... Ah, der Bügel war nicht zu. Ist denn schon was dran? Ja, es flackert schon wieder. Ja. Und da war was. Schön. Also, es funktioniert wirklich gut. Das ist, glaube ich, eine wirklich gute Methode, um hier mal eben ratzfatz die Silber oder die, ja, die Silberstinte zu noch mehr Silber zu machen. Ich hatte tatsächlich mit den im Stream nochmal geguckt, was die ganzen Köderfische so bringen. Sie lagen so ungefähr bei 80 Silber. Ui, schöne Ripus, Aufstint, wildes Ding. Ja, sehr wildes Ding, aber geil, nehme ich auch gerne mit. Das ist natürlich immer ein bisschen nervig, dass hier auch jeglicher kaputter Stint immer dran geht. So, und wieder raus damit. Also, ich bin gerade super zufrieden. Geiler Spot, geile Möglichkeit, die Stinte ja, aufzuwerten sozusagen, nochmal mehr Kohle draus zu machen. Seltene Fische zu fangen, ganz, ganz wichtig für mich. Dass ich hier vielleicht nochmal die Chance habe, dass sie dann vielleicht tatsächlich noch irgendwas Seltenes reinrasselt, oder? Das wäre doch der Hammer. Ladoga Lachs, Bach-Saiblings Trophy würde ich auch feiern. Wisst ihr was? Ich mache größere Haken dran. Welche Chance haben wir hier bei dem? Wir können bis zu 4-0 rangehen. Da ist schon wieder was dran. Ich tue hier jetzt mal einen 2-0er drauf mit Stint. Gucken wir mal hier bei den letzten paar Stinten, die ich habe, inwieweit sich das auswirkt. So, 1-0er war die ganze Zeit... Ah, guck mal hier. 1-0er war leider die ganze Zeit nicht groß genug. Beziehungsweise es hat einfach keinen richtig großen Effekt gehabt. Gucken wir mal jetzt gleich, ob bei dem 2-0er, ob sich da ein bisschen was tut, ob sich da was ändert. Das hier sieht auch schon mal ganz gut aus, gewichtsmäßig, gar nicht verkehrt. Wir gucken gleich natürlich nochmal kurz aufs Setup, wie das insgesamt aufgebaut ist. Ich habe hier die vom Weihnachtsmarkt die Schnur drauf, sind jetzt über 400 Meter gerade hier drauf auf der HSV. Reicht ja gänzlich. Zack, eine Sefo. Passt schon. Klotzsaibling in dem Gewicht wäre natürlich schöner, ne? Also, auf der HSV. 15 Kilo Hauptschnur. Die Braid ist das, und zwar die ummantelte, geflochtene Schnur, die so ein bisschen mehr schützt vor Verschleiß und Abrieb. Dann haben wir jetzt ja das 42 Gramm Blei, 15 Kilo Fluorocarbon-Schnur. Ich könnte mir auch vorstellen, hier feiner reinzugehen. Bisher war hier kaum etwas Größeres, Hechtmäßiges. Weißt du was, wir machen das auch mal. Wir gehen hier mal auf 12,7. 30 cm passt, genau. So, dann gehen wir hier wieder rein in den Stint. Schnappen uns den nächsten. Bremse erstmal wieder runter. Wir sind ja leichter jetzt dran. 30 Meter immer noch. Und gib ihm raus damit.
Mega gut, ey. Mega gut. Übrigens, diese Stelle hier auch durchaus zu beangeln. Gleiche Zahl und alles, also gleiche Weite und so. Mit Eintagsfliegen, also Eintagsfliegenlarve bzw. Steinfliegenlarve. Wenn ihr also hier steht, oder mit Tauwurm, auch schon mal, ging auch schon mal ganz gut. Durchaus eine Möglichkeit, wenn ihr irgendwie keinen Bock habt auf Jiggen oder sowas, einfach mal probieren, ob hier nicht, ja, auf Tauwurm und so was reingeht. Vielleicht kann man auch hier mit dem Blutegel oder sowas mal probieren, kann ich mir auch gut vorstellen. Durchaus eine Option. So, ich bin hier auf dem 2-0er, was ist passiert? Der Fisch wurde kleiner. Sehr schön. So mog wie dat. Größerer Haken, kleinerer Fisch. Ich bin auch schon bald durch mit den Fischen, ne? Dann heißt es wieder Stinte kloppen, die wie gesagt gerade wirklich gut funktionieren. Ich zeige das mal eben auf der Map. Hier ist die Base. Hier ist der Anleger. Wir fahren quasi nur kurz rüber bis da vorne hin. Dauert keine 30 Sekunden. Und dann geht es hier über Stock und über Stein hier vorne hin. Hier unten sind so ein paar Blümchen im Wasser. Und dann schmeißt man so mit der Stippe einfach knapp dahinter, einen Meter dahinter oder sowas. Auf 1 Meter Tiefe, 22er Haken, Regenwurm. Gib ihm. Einfach durchballern. Kostet nicht viel, oller Regenwurm, davon hat man zigtausend Stück in der Tasche. Und Attacke Vollgas, Stinte rauskloppen. Trophys wurden schon gefangen, Super Trophys wurden gefangen. Also, da geht einiges. Ja, und dann die Köderfische halt verhackstücken hier unten auf der Insel. Das heißt, danach einfach hier rüber brettern und das Silber nochmal so richtig schön aufwerten und ein paar super seltene Fische rausziehen. Ich hoffe natürlich auch noch, dass hier sowas wie einen, wie heißen sie? Walambuckelmaränen oder solche Kandidaten noch reingehen. Diese Maränenarten, das wäre der Oberhammer. Das wäre der Oberhammer. Aber auch alles, was so ins Saibling-mäßige geht, auch da bin ich gerne bereit. Nehme ich gerne alle mit. Weißt du was? Ich nehme mal den hier. Attermann Köderfisch in 4-0. Einmal richtig übertreiben. 70 Gramm. Und raus damit. So, fliegt sogar ganz gut. Zack, rein da in den Clip wieder. Ja. Wie das so in der Nacht ist, weiß ich gar nicht. Bis jetzt nur Morgenstunden und direkt Gas gegeben. Lief also schon ganz gut. Klotzsaibling, ich bin total angetan. Klotzsaibling, Alter. Ich glaube, ich werde mich gleich nochmal mit dem Boot hinstellen. Und hier in dem Bereich einfach nochmal durchjiggen. Auf Klotzsaibling, Alter. Vielleicht mit so einem bläulichen, ne? Gucken wir mal. Bei den Kunstködern. Und zwar sind die nicht unter Schaum, heißen die nicht Schaum? Ja. Entweder so ein hier oder in so blau. So ein bläulichen, blau-silbrig, ne? Blau-silbrig, vielleicht mit einer weißen Perle. Na, wäre doch eine Idee. Testen wir nochmal gleich ein bisschen hier auf Klotzsaibling und Co. beim Jiggen. Ja. Und dann würde ich sagen, Attacke Vollgas. Ne? Also ich angle jetzt erstmal noch schön weiter durch. Bin, wie gesagt, im Moment super zufrieden damit. Deutlich aufgewertet das Silber, was ich hatte mit den Stinten. Und ja, das hat sich hier zum einen gelohnt fürs Stintangeln. Das war kohlemäßig schon richtig gut. Ich hatte, glaube ich, zwei Trophys hatte ich im Turnier. Also das hat sich kohlemäßig auf jeden Fall schon gelohnt. Und jetzt hier im Nachhinein dann auch nochmal ein bisschen rumprobieren. Ich hatte vorher auch schon mal ein bisschen probiert mit Pose. Ja, da stand ich hier in dem Bereich und hier. Und hier oben, hier in dem Bereich stand ich auch. Hab da ein bisschen rumprobiert. Das war alles nicht so gut mit der Pose. Aber jetzt hier würde ich sagen, lohnt es sich. Und wie gesagt, gerade mit den Klotzsaibling ist das natürlich der Hammer. Also, zieht raus die Brocken. Ich versuche jetzt hier nochmal weiter mein Glück. Wenn dir das Ganze gefallen hat, Daumen da lassen. Wenn dir das Ganze geholfen hat, Kanal abonnieren. Das hilft mir. Und ja, dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags um 19 Uhr. Petri.